Genau, gut. So, also, wir machen ja traditionell, wie gesagt, immer so diese How-To-Session, wo wir einfach so ein bisschen erzählen wollen, für die, die es hören möchten, wie wir das so machen mit den Barcamps seit 5 Jahren, was wir gelernt haben, was wir nicht gelernt haben, wo wir nicht lernen wollen und wo wir lernen. Vorab ein Hinweis, wir würden ganz gerne versuchen, das nicht als Feedback-Session jetzt hier zu machen, weil da kommen wir nachher noch dazu, sondern rein soll es darum gehen, was machen wir wie und warum machen wir es so und warum machen wir vielleicht manche Dinge anders. Aber es soll jetzt nicht darum gehen zu sagen, ja, mach doch im nächsten Jahr bitte mal das. Natürlich könnt ihr Anregungen machen, genau. Die würden wir dann entsprechend natürlich jetzt aufnehmen. Nur wir würden das ganz gern jetzt hier nicht diskutieren wollen, sondern uns geht es darum zu sagen, wie machen wir es, wie Fragen beantworten, auch gerne Anregungen aufnehmen, natürlich mit euch diskutieren, wie ihr das seht. Wie macht man Barcamp? Genau, wie macht man Barcamp, genau. Hat denn jemand von euch schon mal ein Barcamp organisiert? Also ich sehe mindestens eine Hand, zwei, genau, die habe ich erwartet. Du zählst nicht. Okay, aber das ist ja schon mal gut, da sind auf jeden Fall schon mal 3 verschiedene Barcamp-Teams hier vertreten. Das ist schon mal interessant. Erstmal, ja, wie wollen wir starten? Vielleicht erzählen wir mal was davon, wie kam es dazu, als wir vor 5 Jahren gestartet haben und wie sind wir in der heutigen Struktur so gelandet? Tom. Ist schon an. Doch, läuft einfach, erzählen. Ja, aber es ist noch auf Mute. Gut. Jetzt geht's. So, wie wir gestartet sind, ja, also wie viele wissen, ist der Darren Cooper ja einer der regsten, aktivsten Leute hier im Rhein-Main-Gebiet und so bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich über Darren auch letztlich zum Barcamp gefunden habe. Vor 5 Jahren haben wir das erste Barcamp an der Uni Mainz stattfinden lassen, haben uns da als Gruppe zusammengefunden und in der Zwischenzeit ist die Gruppe auch gewachsen und geschrumpft. Also sie hat ganz stark ihre Zusammensetzung verändert. Das war vielleicht auch eins der ersten Learnings, was man so mitnehmen musste. In so einem gruppendynamischen Prozess verliert man Leute, kriegt neue Leute dazu. Es bildet sich irgendwo auch ein harter Kern. Ich glaube, Matthias, warst du in der ersten Runde schon dabei? Ja, ne? Also eigentlich sind wir drei, glaube ich, so ein bisschen die mit ein oder zwei anderen, die von Anfang an dabei sind im Barcamp Rhein-Main. Den Namen haben wir uns dann auch später so ein bisschen gegeben. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir wollen das einfach mal machen. Dazu muss man sagen, ich zum Beispiel habe vorher noch nicht mal ein Barcamp besucht gehabt, fand den Gedanken ganz spannend und habe direkt mal eins organisiert. Stimmt, ich war beim UX Camp, genau, richtig, stimmt. Danke. Genau, und so war es bei mir zum Beispiel. Ja. Also das, glaube ich, war die wichtigste Erkenntnis, wenn man zum ersten Mal startet. Also das erste Barcamp ist tatsächlich das Schwierigste. Und danach wird es, oder hofft man immer, dass es immer einfacher wird. Und das bewahrheitet sich aber nur in kleinen Schritten. Und beim ersten Mal haben wir am Anfang sehr viele Leute gehabt, die mitmachen wollten, die dann aber, dieser Kreis hat sich dann sehr schnell verkleinert auf eine sehr starke Kerngruppe. Und das war dann was man am Anfang erstmal lernen musste, auf wen kann man sich verlassen, auf wen nicht, weil es ist halt ein freiwilliges Projekt und eine freiwillige Zusatzarbeit, die sich irgendjemand aus einem schönen Gedanken einfach mit auferlegt, aber deswegen hatten wir halt am Anfang viele Schwierigkeiten, Verbindlichkeit und Vertrauen einfach untereinander herzustellen. Und was das für eine Auswirkung hatte, also dieses erste Jahr hat dann sozusagen in den nächsten 3 Folgejahren so eine gewisse Auswirkung gehabt, was wir dieses Jahr erst wieder so ein bisschen probieren aufzubrechen. Und von daher ist dieses Thema Leute, die kommen und gehen, doch recht interessant. Ansonsten muss man sagen, wenn es jetzt wirklich um How-To und Orga-Sachen zum Beispiel geht, ganz banal, das erste Barcamp wurde uns relativ leicht gemacht, weil es war an der Uni Mainz und die Uni Mainz war Veranstalter. Punkt. Das hat uns unglaublich viele Sachen aus dem Weg geräumt, über die wir nicht mehr nachdenken mussten. Die haben uns ein Drittmittelkonto gegeben, die haben die Verträge gemacht mit dem Caterer und so weiter. Das hat uns, ja, das war für uns relativ einfach. Und wir hatten eine ganz gute Unterstützung eben seitens der Uni an der Stelle, eben auch einen Ansprechpartner oder jemand, der da für uns die Kontakte auch gemanagt hat irgendwo. Wir gesagt haben, hier, wir brauchen noch einen Beamer, hat die Michaela Brauburger dann damals gesagt, alles gleich, organisiere das. Und damit hatten wir es im Grunde von der Backe.
Und das war das Erste. Das war ja, ich weiß nicht, wer war denn bei dem ersten Barcamp dabei von euch? Wer kennt denn das? Also das war ziemlich erfolgreich. Wir haben super Feedback bekommen und hatten uns halt auch wirklich ermuntert zu sagen, wir machen weiter. Und wir wissen, dass das schon immer die Idee von Darren auch war. Ich muss einfach sagen, dass es eben nicht das Barcamp Mainz ist, sondern im Rhein-Main-Gebiet irgendwie tourt. Und das haben wir dann auch über die Jahre aufgenommen. Und letztes Jahr haben wir uns dann, glaube ich, final dazu durchgerungen, das eben auch wirklich Barcamp Rhein-Main dann zu nennen. Und das nicht, also das ist jetzt das Barcamp Rhein-Main in Dieburg. Und das zweite Barcamp war dann eben in Darmstadt bei der Telekom, womit schon, also da konnten wir schon so die ersten Connections, sage ich mal, ausnutzen, die wir jetzt quasi von den Orga-Mitgliedern hatten, weil das hat sich dann über die Jahre gezeigt, größtes Thema ist und wird es wahrscheinlich immer bleiben, ist die Location, wenn man sich das Thema gibt, man will durchs Rhein-Main-Gebiet touren. Also wenn man sich jetzt fix irgendwo hinsetzt und sagt, hier bin ich jetzt in dieser Stadt und das mache ich immer wieder da, dann kann man da eine ganz andere Bindung, sage ich mal, aufbauen. Aber wir haben gezielt das Anspruch, durch das Rhein-Main-Gebiet zu touren, immer wieder neue Locations zu suchen, neue Partner, mit denen wir das eben machen können. Und bei der Telekom in Darmstadt war direkt die erste Frage, okay, wir müssen jetzt plötzlich Verträge unterschreiben. Wir müssen den Caterer irgendwie einen Vertrag unterschreiben, wir müssen Versicherungen abschließen, wir brauchen ein Konto, auf wo das alles einfließt. Wer macht denn das? Macht das einer von uns privat? Will das einer von uns privat machen oder nicht? Und wir haben dann für uns, und das ist, glaube ich, gibt 1000 Möglichkeiten, für uns haben wir dann die Entscheidung getroffen, wir gründen einfach einen Verein. Das ist in Deutschland relativ einfach. Wir waren auch 7 Leute, das hat funktioniert und haben gesagt, wir machen halt einen Verein. Erstmal auch unter dem Aspekt, wir brauchen eine juristische Person, die Sachen unterschreiben kann, die der Träger von diesem ganzen Kram eben ist. Und das war jetzt unser Weg, den wir dann gegangen sind. Und das hat sich eigentlich bis heute bewährt. Also es hat viele Sachen einfacher gemacht. Man hat natürlich ein bisschen Papierkram auf dem Tisch, aber das ist irgendwo auch wieder überschaubar. Das ist nicht so wild. Also damit hatten wir so ein Thema für uns jetzt schon mal geklärt und ausgeräumt, wo, glaube ich, viele, die jetzt anfangen, Barcamp organisieren zu wollen, relativ früh an ihre Grenzen stoßen oder einfach an diese Grenze erstmal stoßen, wer unterschreibt das jetzt eigentlich, wer macht das denn und so weiter. Oftmals sind es dann Agenturen oder was, die dahinter stehen, die sagen, wir wollen uns da involvieren, wir finden das Thema gut und haben einen Mitarbeiter, der sich da irgendwie auch engagiert. Bei uns war das nur zum Teil so. Wir hatten gerade in der Anfangsphase hatten wir Leute im Team, die als Selbstständige unterwegs waren, beziehungsweise auch schon kleine Agenturen geführt haben und die haben dann gesagt, okay, sie könnten sich das vorstellen, beziehungsweise dann auch eben wiederum nicht vorstellen, weil da einfach, da hängen eben dann Summen dran. Das ist jetzt bei einem Barcamp, bewegt sich das im unteren fünfstelligen Bereich, also ich meine, wir können es auch sagen eigentlich, oder? Ja. 10.000 Euro. 10.000 Euro, so ungefähr, sind Summen, mit denen wir uns da beschäftigen müssen. Und da ist natürlich bei kleinen Unternehmen auch relativ schnell Schluss, muss man sagen. Also wenn man da in die Haftung geht, ist nicht mehr so schön dann auch. Und das ist auch was, wo wir alle gesagt haben, das wollen wir eigentlich auch nicht. Weil spätestens, wenn dann was passiert, macht es keinen Spaß mehr. Und dann, wir wollten eigentlich immer den Spaß auch uns beibehalten. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, der Norbert hat es eben schon gesagt, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns jedes Jahr oder bürden uns jedes Jahr auch so ein bisschen die Challenge auf, zu sagen, wir gehen bewusst auch in eine andere Stadt oder versuchen es zumindest. Wir haben jetzt Mainz 2-mal gemacht, weil es einfach dann auch schwer ist, muss man auch sagen, auch ein Learning selbst im Rhein-Main-Gebiet, Locations zu finden, die die Bedürfnisse eines Barcamps befriedigen oder erfüllen. Und eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben, deswegen sind wir auch jetzt gerade hier, ist, dass Hochschulen sehr viel von der Infrastruktur, die wir brauchen, große Räume, ein WLAN, was funktioniert, Beamer-Technologie und so weiter, schon mitbringen. Also gerade Hochschulen haben eben den Vorteil, dass sie diese teilweise sehr großen Hörsäle dann auch haben und wir da oftmals eben auch, das ist auch das Schöne, auf der anderen Seite auf positive Reaktionen stoßen. Das heißt, wir treffen ganz oft dann auf Leute, die sowas, so wie hier jetzt zum Beispiel, auch schon gemacht haben oder Ähnliches planen oder sagen, wir würden da ganz gerne uns nach außen hin öffnen, wir wären gerne Plattform für sowas. Und das nutzen wir dann natürlich aus.
Aber die, ich sag mal, die Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet sind dann natürlich irgendwann auch endlich und auch für nächstes Jahr kann man auch schon mal vorwegschicken, sind wir noch auf der Suche nach einer Location. Wenn da jemand was weiß oder uns einen Kontakt herstellen möchte, sehr gerne. Da war eine Wortmeldung. Ja, ich will das eigentlich nur bestätigen, weil wir vom Saarcamp in Saarbrücken seit jetzt 2 Jahren mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft kooperieren. Wir haben das aus dem Grunde auch gemacht, weil wirklich diese Infrastrukturen passen. Wir können die Mensa nutzen, das ist auch gut. Das sind 50 Meter jeweils von den ganzen Veranstaltungsräumen Entfernung. Und die Unterstützung der Hochschulleitung haben wir komplett und mittlerweile auch dadurch von der politischen Seite. Also der Kultusminister, der Minister für Bildung war auch zu Gast gewesen bei uns und dann wird das Barcamp, das Saarcamp dadurch natürlich sehr unterstützt und ich kann das auch nur als Empfehlung weitergeben, denn man hat das umsonst, also die Hochschulen bieten das kostenlos an, die meisten Locations anders, an anderen Orten kosten Geld und man hat einen gesunden finanziellen oder auch rechtlichen Rahmen innerhalb dessen, das veranstaltet werden kann. Also es nimmt dem Orga-Team eine Menge an Belastung weg. Absolut. Und der Punkt ist, es gibt dann immer noch genug zu tun und um das man sich kümmern muss. Und von daher ist das ein guter Partner. Genau, und zum Partner, also ihr habt dann als Verein einen Vertrag dann auch mit der Hochschule abgeschlossen über die Nutzung für das Barcamp oder kein Vertrag geschlossen? Entschuldigung, dass ich funktioniert an der Stelle, also ja, das stimmt nicht ganz. Also je nachdem, was es ist, also hier, glaube ich, haben wir es diesmal nicht. Das hatte allerdings sogar, sag mal, verwaltungsinterne Gründe, warum das so ist. Wir schneiden das mal aus dem Livestream raus. Und ansonsten ist es so, aber zum Beispiel, wenn wir in der Fachhochschule Wiesbaden waren, da haben wir einen Vertrag geschlossen über die Nutzung letzten Endes. Das heißt, dann stehen wir auch dafür gerade, dass es irgendwie wieder halbwegs vernünftig übergeben wird. Dann sagen wir, ja, wir haben auch sowas wie eine Versicherung, die das trägt und so weiter. Deswegen auch Thema Verein, wir können Versicherungen abschließen als Verein. Ja klar, das wäre dann die nächste Frage gewesen, wenn ihr einen Vertrag habt über die Nutzung, wer trägt dann die Versicherung? Also muss dann der Verein oder? Das tragen wir. Also okay. Wichtig ist, das ist eigentlich das Grundthema bei der ganzen Story, wir sind Veranstalter und der kümmert sich um den ganzen Kram und dass wir das sein können, dafür müssen wir sowas wie ein Verein sein, sonst müsste es eine Privatperson machen von uns. Was übrigens, nur um da irgendwelche Missverständnisse vorzubeugen, wenn irgendwas schief geht, ist der Vorstand dran. Also der Verein Norbert an sich schützt jetzt nicht davor, dass die Leute persönlich haftbar sind oder sowas, aber es verteilt so ein bisschen und wie gesagt, man ist jetzt ja nicht ganz alleine, man ist immer zu dritt. Wobei man jetzt sagen muss, dieses Jahr waren wir wirklich in einer komfortablen Situation, was die Hochschule anging, weil sie ja faktisch schon Mitveranstalter war und die Veranstaltung sich auch zu eigen gemacht hat und hier auch mit Manpower und Interesse reingegangen ist. Also das ist schon eine Luxussituation, die wir letztes Jahr zum Beispiel nicht hatten. Ja. Um vielleicht mal einen Schritt weiter zu gehen, oder habt ihr noch Fragen zu diesem Organisationsthema? Wie stellt man sich auf oder wie haben wir uns aufgestellt und wie haben wir das gemacht und mit der Location? Also ich hatte auch schon mal mit einer Organisation zu tun. Wir haben da so ein Alumni-Treffen veranstaltet und da hat uns ein Anwalt empfohlen, uns Arbeitsgemeinschaft zu nennen. Also es ist, glaube ich, so eine Alternative im Vergleich zum Verein. Ich glaube, es gibt bestimmt noch 10 andere Wege, auf wie man es machen kann. Für uns war das, was wir jetzt kannten, was für uns einfach war. Und ich sage jetzt mal, es hat jetzt nichts mit Barcamp-Hause zu tun, dieses Verein-Thema. Wir haben das ja auch Netzkultur, Verein zur Förderung der Netzkultur im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben uns einen kurzen, prägnanten Namen ausgedacht. Und das sagt vielleicht im Namen auch schon, dass es für uns thematisch schon noch ein bisschen darüber hinausgeht. Das Barcamp ist ein Baustein davon, sind aber alle irgendwie zwecks Workload einfach nicht in der Lage, da momentan das noch mit weiteren Sachen zu füllen. Aber die Grundintention ist schon da. Die Gründung eines Vereins ist ja auch meist relativ einfach, aber hast du schon mal einen Verein aufgelöst? Ich habe es nicht vor. Ja. Aber um vielleicht mal einen Schritt weiter zu gehen in der Barcamp Orga, wie machen wir das? Wir haben Matthias hat es eben angesprochen, man fängt an mit dem ersten Barcamp, das ist natürlich immer das Schwierigste, weil viele Dinge müssen, man setzt sich erstmal hin und überlegt, was brauchen wir denn? So, beim 5. Barcamp sitzen wir dann schon, wir wissen exakt genau, was wir brauchen und ich nenne es jetzt mal Ressorts, die man quasi irgendwie zuteilen kann. Ganz klassisches Teil, Catering. Also irgendeiner muss sich um Catering kümmern. Und was sich zum Beispiel auch als sehr wertvoll herausgestellt hat, ist, wenn man wirklich Sachen nicht zusammenfasst, zum Beispiel nicht einer macht Catering und Helfer
oder sowas, sondern es gibt einen fürs Catering, es gibt einen, der die Helfer koordiniert, es gibt eine Gruppe, die macht zum Beispiel die Kommunikation, es gibt eine Gruppe, die macht Sponsoring und so weiter. Und was, um jetzt nochmal auf den Anfang so zu kommen, wo wir gesagt haben, es gibt Leute, die gehen weg und die kommen wieder, durch die Zeit, weil man das immer besser kennt und auch gut im Griff hat, ist auch bei uns so gewesen, ich sag mal, Barcamp 3 und 4 liefen so halb auf Autopilot. Also wir mussten nicht so viel machen, wir mussten auch nicht so furchtbar viel denken an der Stelle, vieles war Selbstläufer und das hat auch funktioniert, und also jetzt rein organisationstechnisch eben. Und es war aber irgendwie immer viel. Also wir haben es quasi auf dieses Kernteam gebündelt. Das waren dann 5 Leute oder 4, die das letzten Endes gestemmt haben. Das hat schon funktioniert. Aber wir haben gemerkt, das ist schon hart. Viele Dinge sind auch teilweise eben auf der Strecke geblieben, die vielleicht noch schön gewesen wären. Und dieses Jahr haben wir auch wieder bewusst gesagt, also eigentlich, ich meine, davon lebt Barcamp, und zwar nicht nur das Barcamp an sich, sondern auch durchaus die Organisation, nochmal Leute reinziehen von außen, die einfach Lust haben, ein Barcamp zu organisieren. Und da sind wir halt insofern ein bisschen gebrannte Kinder, weil eben dieses Thema wieder Verbindlichkeit ist. Also wenn du jemanden damit beauftragst, kümmere dich ums Catering, dann musst du dich einfach darauf verlassen können, dass das läuft. Wenn du das nicht tust, sondern wie jetzt in einer ganz blöden Agenturprojektarbeit den Leuten hinterher rennst, sage ich mal, dann kannst du es dir auch sparen, dann machst du es selbst. Und das hat dieses Jahr aber wirklich wunderbar funktioniert, das haben wir wirklich gemerkt. Wir haben eigentlich haben wir wirklich für jedes Ressort einen eigenen Posten schaffen können. Und haben dann sogar angefangen, solche Sachen wie Controlling zu positionieren. Also wir haben wirklich, also die Nicola kümmert sich wirklich, also sowieso als Finanzvorstand um die Finanzen, aber auch wirklich nochmal ganz gezielt um Kostenplan aufstellen, gucken und sagt zum Beispiel auch irgendwann Cut. Also ich weiß gar nicht, es gab noch irgendein Thema, ob wir das oder jenes wollen. Also wir haben ewig überlegt, ob wir einen Shuttle-Service von Darmstädter Hauptbahnhof hier hochorganisieren. Da gab es einfach irgendeinen ganz kleinen Cut, geht nicht, können wir uns nicht leisten. Wir haben Busse angefragt, geht nicht. Und das ist ja auch wichtig, dass man das nicht aus dem Blick verliert, weil wir reden zwar von 10.000 Euro, aber auch nicht mehr. Also es ist jetzt nicht beliebig streckbar oder sowas, so ein Budget. Und also diese klare Zuteilung ist definitiv etwas, was sinnvoll ist. Dann ist man nämlich mit 5 Leuten dabei, sondern ich glaube, dieses Jahr sind wir, ich habe jetzt nicht genau durchgezählt, Pi mal Daumen 10 Leute, die das machen. Was aber super wertvoll ist, weil das den Einzelnen so entlastet, dass der dann auch hier nochmal mit Elan und Spaß irgendwie bei der Sache ist und nicht nach dem Wochenende 3 Kreuze schlägt und froh ist, dass es endlich wieder vorbei ist. Wobei es natürlich trotzdem wichtig ist, das haben wir jetzt zum Beispiel am Thema Catering, dass dieses Jahr zum ersten Mal nicht Nikolas Aufgabe sein sollte, gemerkt, dass es dann doch wichtig ist, wenn man immer wieder Personen hat, die dann auch mal jemand anderen kurzfristig ersetzen können. Also die Tanja, die das Catering dieses Jahr organisiert hat, die ist halt leider kurzfristig wirklich krank geworden. Und in so einer Situation muss man dann, und das denke ich, macht dann auch so ein bisschen relaxte Orga aus, kurzfristig umdisponieren. Und dann ist es gut, wenn jemand da den Überblick hat und wenn nicht jeder nur so für sich hinwurstelt, sondern wenn das dann alles auch immer mal wieder zusammenfließt in gemeinsamen, bei uns sind es Hangouts. Und das andere, ganz kurz noch zu dem, was du gesagt hast, der Grund, ich kenne mich jetzt mit Arbeitsgemeinschaften nicht so aus, aber der Grund, weshalb es zum Beispiel bei GmbHs oder sowas schwierig werden dürfte, ist einfach, man hat bei so einer freiwilligen Geschichte keine Garantie, dass jemand immer dabei ist. Und ich glaube, schlimmer als einen Verein aufzulösen, dürfte es sein, eine GmbH aufzulösen, wo ein Gesellschafter nicht mehr greifbar ist. Das heißt, es war, glaube ich, die Grundintention dieses Vereins auch, das ein bisschen personenunabhängig zu machen, die Idee dieses Barcamps, dass sie weiterlaufen kann, auch wenn essentielle Gründungspersonen, und das ist ja auch schon passiert in der Vergangenheit, zeitlich nicht mehr die Zeit dafür hatten, das weiterzuführen. Und das ist, ich weiß, dass es in vielen anderen Barcamps ein bisschen anders läuft, wo es dann wirklich an 1-2 Leuten hängen bleibt. Und wenn die dann keine Zeit haben oder wenn die aus irgendeinem Grund ausfallen, dann ist das Barcamp weg. Und das wollten wir halt in Rhein-Main etwas verhindern. Dazu vielleicht noch einen Punkt. Wir haben in der Vergangenheit auch festgestellt, dass es da ganz gut ist, auch untereinander sehr ehrlich miteinander umzugehen. Wir haben nämlich dann einige Jahre auch gebraucht, um uns selbst so ein bisschen dahingehend zu disziplinieren im Verein und in der Gruppe.
zu sagen, wer kann denn beim nächsten Barcamp welche Aufgabe übernehmen? Und weil wir halt so 1, 2, 3 Jahre, sage ich mal, immer so ein bisschen damit gekämpft haben, dass Leute gesagt haben, ja, wir machen das. Und im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, sie haben das nicht gemacht oder es gab immer Gründe. Also es ist immer so, es gibt immer Gründe, wir haben alle viel zu tun und es gibt immer gute Gründe. Nur am Ende des Tages steht halt das Barcamp und dann kann man halt nicht mehr sagen, wir haben das nicht geschafft, sondern man brauchen wir halt das Essen. Das heißt, wir müssen dann lösungsorientiert denken und wir haben dann irgendwann angefangen zu sagen, relativ früh schon hat sich, so ohne dass wir da nachfragen müssen, hat sich eingebürgert, dass wir uns gegenseitig sagen, wer nächstes Jahr beim Barcamp dabei ist und wer da mit welcher Kapazität mitarbeiten kann oder eben auch nicht. Ja? Weil wir dann relativ früh wissen, okay, entweder brauchen wir noch Support von außen oder wir können das locker schaffen oder wir müssen vielleicht auch mal sagen, nächstes Jahr gibt es halt kein Barcamp Rhein-Main. Das ist zum Glück noch nicht passiert. Aber das ist uns lieber, als dass wir dann am Ende des Tages dastehen und können es nur halbherzig machen oder irgendwie es funktioniert nicht. Ja? Weil wir halt, Norbert hat es gesagt, wir hatten komischerweise, waren wir selbst so ein bisschen überrascht, einfach im ersten Jahr sehr, sehr positives Feedback. Und das haben wir uns letztlich auch so ein bisschen als Qualitätsanspruch für uns selbst gesetzt, zu sagen, wir wollen eigentlich diesem Qualitätsanspruch nach Möglichkeit immer wieder gerecht werden und sagen, wir wollen nicht mehr schlechter werden als das, was wir gemacht haben, nur noch besser. Ja. Und das ist natürlich eine Herausforderung, gerade wenn man eben vor der Tatsache steht, dass wir eben das in unserer Freizeit alles machen. Ja. Vielleicht, oder hast du noch? Ich würde jetzt nochmal interessieren, wer von euch plant denn vielleicht ein Barcamp? Wer ist denn vielleicht dabei, sich dafür zu interessieren? Du hast Sarcamp schon gemacht, ne? Ihr da oben überlegt. Ich würde jetzt was mal für ein Camp wollt ihr machen? Genau, was für ein Camp ist es bei dir? Wir wollen im Raum Heidelberg was machen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit und auch Leute dafür sensibilisieren, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Okay. Also ein Themencamp quasi. Themencamp? Ihr wart da oben, hattet noch was überlegt? Sorry. Was plant ihr? Also wir planen das im Rahmen der Studentenorganisation Nerctus aufzuziehen, dass dort dann die ganzen Teams, das sind 40 Teams in Deutschland, an den verschiedenen Universitäten zusammenkommen an einer Uni. Und dort dann verschiedene Sessions angeboten werden. Wo ist Mikro? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe den Anfang nicht verstanden. Was für? Von der Studentenorganisation Enactus. Studenten, okay, alles klar. Ja, wo das Mikro wieder hier ist, möchte ich nur noch kurz ergänzen. Ich hatte beim MUX-Camp in Worms mit dem Kollegen gesprochen zur rechtlichen Ausgestaltung. Man hat ja im Wesentlichen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften die Wahl plus irgendwelche Mischformen. Und wir hatten begonnen eine Diskussion der Vor- und Nachteile und ein erstes Tableau mal aufgestellt, in welcher Form welche Rechtsform geeignet ist. Alles andere, was nicht sonst organisiert ist, läuft in der Regel auf eine B-Gesellschaft hinaus. Und das ist haftungsrechtlich wirklich das Problematischste, weil man dann gesamtschuldnerisch haftet. Das heißt, jeder steht für alle Schulden gerade. Und da ist dann ein Verein mit einer besseren Situation, zumindest im Saarland gibt es ein extra Gesetz, das Vorstände in dem Fall besser absichert und eine Haftungshöchstgrenze setzt, auf jeden Fall auf der besseren Seite. Auch was die Permanenz der Veranstaltung anbetrifft. Gerade wenn man personenbezogen das macht, im Verein hat man eine klarere Struktur und eine größere Verbindlichkeit als bei einer jederzeit auflösbaren BGB-Gesellschaft, wenn das nicht noch irgendwie im Vertrag festgelegt ist. Kapitalgesellschaften, ganz klar ist, da muss eine finanzielle Orientierung dahinter sein und dann hast du auch einen Overhead mit Bilanzierungspflichten und Ähnlichem, der dann auch wieder kostenseitig zuschlägt. Ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf so ein paar ganz konkrete Sachen eingehen, wenn das von Interesse ist. Zum Beispiel, also mir fallen jetzt so spontan ein paar Themen ein. Zum einen ist es Sponsoring, also wie komme ich an Leute ran, die das finanziell einfach unterstützen können. Dann vielleicht kann Tom noch was zur Kommunikation sagen. Also wie haben wir uns aufgestellt, wie kommunizieren wir mit welchem Ziel? Und Catering ist, glaube ich, schlicht und ergreifend über das alte Thema. Viele Angebote einholen und dann alles auf eine Karte setzen. Wenn du da gerade ein paar Themen noch aufzählst, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie sehen so die Wochen vor dem Barcamp bei euch aus? Also wir kennen es ja bei uns, wie es bei uns immer so aussieht. Ab wann setzt ihr euch zusammen
und vor allem in welchem Rhythmus und wie läuft das Ganze? Na, vielleicht kannst du das einfach machen wir ein direkt, nachdem wir die ersten Anwendungen hinter uns haben, aus der Sauna kommen und im Ruheraum nochmal ganz entspannt drüber reden, wie wir das machen sollen. Genau, also ich würde jetzt mal vorne anfangen. Eines der ersten Dinge, die natürlich immer, also jetzt mal gesetzt im Fall, wir haben eine Location gefunden, dann ist eine der ersten Dinge, die immer relativ zügig losgeht, ist Sponsorensuche. Das geht eigentlich sofort los, sobald wir eine Location haben. Ja, aber das ist ja genau das Schwierigste eigentlich. Also ich glaube... Ja, wobei ich also auf die Zeit geachtet jetzt nicht so furchtbar... Also sag mal, so, was interessiert, sollen wir reden, wie man eine Location findet? Oder ist das das Thema? Ich wollte nämlich gerade sagen, weil die Location ist natürlich der Punkt, es ist der Schwierigste, das sind, man muss einfach, ja, das kannst du nicht sagen, man muss halt viel rumbohren, machen, tun. Wir haben halt ein paar wichtige Vektoren, die da drin sind und ein Vektor ist einfach, eigentlich sollte es nichts kosten, weil wenn die Mietkosten einer Location dazu kommen, dann steigt das Budget um das Doppelte fast. Genau. Und das ist ein Riesenthema, deswegen... Da haben wir ehrlich gesagt, außer machen und Leute ansprechen und rumtelefonieren und frühzeitig damit beginnen, auch noch kein anderes Patentrezept, ehrlich genau. gesagt. Also. Wobei bei Dieburg muss man noch sagen, die sind auch letztes Jahr in Wiesbaden auf uns zugekommen, auch sehr aktiv und gesagt, wir wollen das, bis wir eben gesagt haben, klar, gut, also wenn das auch so dahinter steht, dann machen wir das auch und trotz aller Bedenken. Ist halt weiter draußen. Sponsoring-mäßig, wie gesagt, das sieht aus, sobald wir eine Location haben und das ist allerdings ein wichtiger Punkt, weil ohne Location muss man nicht anfangen, weil es gibt auch gewisse Sponsoren, die sich trotz, also Rhein-Main-Gebiet, jetzt nur lokal irgendwie engagieren, zum Beispiel eine Zeitung. Also es gibt Zeitungen hier, also wir hatten den Mittelrhein, nee, ich quatsch nicht, den Mittelrhein-Verlag, die Verlagsgruppe Rhein-Main, die interessiert natürlich nur Mainz und Wiesbaden. Die interessiert es nicht, wenn wir in Darmstadt sind, da sind die einfach nicht so aktiv. Und es kommt auch besser, wenn man einen Sponsorenflyer macht und dem schon mal sagen kann, wir sind dann und dann da und da und machen das mit so vielen Leuten. Jetzt muss man bei uns auch wirklich dazu sagen, wir haben jetzt mit dem 5. Barcamp auch schon ordentlich Rückenwind und auch ein gutes Gebiet, wenn man das so möchte. Also es gibt halt gewisse Firmen, für die die Zielgruppe Barcamper relevant sind und die kann man auch ansprechen. Das meine, muss man nur mal kurz auf die Sponsorenliste gucken und erkennt auch schon, wer das letzten Endes ist. Ganz banal ist es aber eben ansprechen, nachbohren, gucken, dass man die richtigen Leute logischerweise erwischt. Und es ist sehr zeitintensiv. Also bei uns übernehme ich das bisher und das kostet wirklich viel Zeit, gerade am Anfang. Und da immer wieder hinterher zu telefonieren. Und es gibt gewisse Firmen, wie zum Beispiel Microsoft oder auch, glaube ich, Telekom mittlerweile, die sponsern nur, wenn die Speaker schicken. Wobei Speaker in der Regel zumindest Leute sind, die Sessions halten. Das heißt, bei denen muss man sich am besten im Februar melden, wenn man im November was will, weil die Leute einfach nicht da sind im Zweifel. Und wenn die nicht da sind, dann sponsern sie halt nichts. Und das ist halt, wie gesagt, super früh rausgehen, möglichst also viel, viel rumtelefonieren und einfach schauen, dass das klappt. Wir haben auch da eine Luxussituation. Rhein-Main ist halt, also es ist einmal... Barcamp ist eine Zielgruppe, aber auch Rhein-Main ist halt relativ groß vom Einzugsgebiet her. Wir werden auch gerne mal angesprochen von, ich nenne es mal Barcamps am Rande der Republik, die echt ein Problem haben, Sponsoren zu finden, weil es einfach wirklich so in einem dünn besiedelten Gebiet ist, sage ich mal, wo es einfach nicht so von Interesse ist. Was halt nicht geht, weil wir auch darauf angesprochen worden sind, wir können jetzt nicht einfach die Liste unserer Sponsoren rausgeben und sagen, oder die Ansprechpartner und sagt, ruf die halt mal an. Weil da würden die auch ein bisschen blöd drauf reagieren. Das ist ja auch nicht denen ihre Intentionen, von Hinz und Kunst angerufen zu werden, ob die jetzt 20 Euro geben oder 100 oder wie viel auch immer. Und das heißt, das ist schon mal so das eine. Also wir haben halt so eine Liste uns erarbeitet, aber ganz viel auch einfach durch Anrufen. Wichtig ist auch, was wir gemacht haben, ist relativ früh Pakete zu schnüren, die auch ganz klar sind und die auch wirklich jedes Jahr gleich sind. Weil wir mittlerweile ganz häufig einfach die Situation haben, jemand ruft an, ja, ich mache das wie letztes Jahr, Punkt. Dann ist das auch ganz, ganz schnell von der Bühne, wenn man mit dem jedes Jahr neu darüber diskutieren muss, was er jetzt kriegt oder nicht kriegt und oder dies oder jenes machen soll, dann wird es auch wieder anstrengend. Kannst du kurz erklären, was ein Paket ist? Ein Paket, also wir haben drei Pakete geschnürt, wir haben ein ganz kleines, das kriegt man für 250 Euro. Das ist dann zum Beispiel, das Logo kommt auf die Webseite, das Logo kommt auf die Tasche mit drauf,
Das Logo kommt aufs Sponsorenplakat und es wird mitkommuniziert. Das war's. Das nächste Paket, da sind wir auch schon bei 1.000 Euro. Da gibt es, glaube ich, noch Aufstellen von Merch, also von Roll-Ups und Merchandising-Material auslegen. Und das größte Paket sind Raumsponsoren. Also die kriegen dann auch einen Raumnamen. So, wenn ihr aufgepasst habt, gibt es dieses Jahr 2 Räume, die einen Sponsornamen tragen. Könnt ihr euch ausrechnen. Was wir jetzt aber eben nicht machen, auch bewusst nicht, sagen, naja, wir haben hier mehr Sponsoren, dann teilen wir halt die anderen Räume irgendwie auf. Das ist dann inflationär. Also wenn man das dann macht, dann gräbt man sich ja selbst das Wasser ab. Also sagt, naja, mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und komme nächstes Jahr da drauf. Das machen wir nicht. Also deswegen haben die halt Städtenamen jetzt. Und diese Pakete, wie gesagt, sind jedes Jahr gleich und das macht die Leute auch relativ einfach. Man kann davon ausgehen, dass die Unternehmen entweder haben sie ein Budget oder nicht. Wenn die keins haben, da kann man sich den Mund fusselig reden, dann werden die auch keins freimachen in der Regel dafür. Wenn man ein Unternehmen erwischt, die ein Budget haben, dann ist das halt auch, dann wollen die das möglichst ohne Hassel ausgeben. Das ist zum Beispiel auch was. Also wir probieren es den Leuten ganz kurze Kommunikationswege ganz einfach zu machen, das ist ganz klar. Die müssen nur sagen, ich will das haben, alles klar, ich bereite ihnen das vor, die machen Unterschrift und raus damit. Und dann haben die das durch, das Thema. Frage, habt ihr ein Sponsoring-Konzept vorliegen, was man auch mal weitergeben kann? Also ich habe ja schon 2 Versuche gestartet und ich bin allein schon daran gescheitert, dass ich den Leuten erklären musste, was ein Barcamp ist. Damit fängt es schon mal an. Das zweite wäre, sagen wir mal ein bisschen tief eingehen auf die Zielgruppe, die sozusagen hier so immer so ein Barcamp besucht, dass man auch dem Werbetreibenden, das letzten Endes ist es ja Werbung, auch sagen kann, pass auf, das ist die Zielgruppe, die zu uns kommt. Ja. Also ich sag mal so, es gibt jetzt kein Sponsoring-Konzept in dem Sinne, aber was man mal sagen kann ist, ich muss glaube ich keinem unserer Sponsoren erklären, was ein Barcamp ist. Also die sponsoren, die wissen das schon. Die wissen, was sie daran haben und warum sie das machen. Also ich gehe da eigentlich nie, ich muss da nie hingehen und denen das erklären. Wenn ich das muss, dann ist es ein hartes Brot, weil dann muss ich denen ja wirklich irgendwas aus den Rippen schneiden, denen noch erklären, warum das jetzt gut für sie ist etc. Da muss ich mich dann auch fragen, ob das die Zeit wert ist. Also kriege ich dem mehr als 250 Euro aus den Rippen geschnitten und wenn das nicht der Fall ist, auch perspektivisch nicht, dann lohnt es sich auch nicht, wenn ich mich dann 4-5 Stunden damit beschäftige, dem zu erklären, was das jetzt ist. Also das heißt, da wäge ich dann auch schon ab, wen spreche ich an oder wen, wo lasse ich es einfach. Also wo kann ich davon ausgehen, dass schon ein gewisses Verständnis dafür da ist. Und es gibt genügend, die das wissen, was das ist und was sie daran haben. Was man, du hast das ja auch im Vorfeld mitgetwittert, ich hatte dann auch schon Kontakt mit denen aufgenommen, mit Parship zum Beispiel. Vielleicht ist es aber bei denen zum Beispiel sowas, die muss man noch früh genug angehen. Das war vielleicht zu schnell für die. Die planen ja auch ihre Budgets. Naja, also wir haben ja letztes Jahr damit angefangen. Ne? Also es ging ja um die Ananas und die hatten sich ja da in das Gespräch mit eingemischt. Also eigentlich. Ja, aber man muss jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, wie man die Leute so angeht. Also da bin ich immer recht diplomatisch, nur weil die mal mitgetwittert haben, was ja für uns alle recht lustig war letztes Jahr, daraus jetzt abzuleiten, dass die irgendwie doch verdammt nochmal jetzt sponsern sollen, das ist immer schwierig. Also das können wir uns da wünschen, aber letzten Endes möchte ich denen das auch nicht als Verhaltensmuster vor die Nase legen, sondern ihr müsst jetzt, weil das führt ja eigentlich nur zur Abwehrhaltung. Aber man kann auch mal davon ausgehen, dass so ein Sponsoring auch mal 2 Jahre dauert, bis dann einer beim dritten Mal dann sponsert, weil beim ersten Mal das nicht gerafft, dann kommt er mir zu und sagt, ey Mensch, ich habe das so spät mitbekommen, sag mir nächstes Mal Bescheid, dann sagst du dem Bescheid, dann reagieren die nicht. Man muss das, wenn man so potenzielle Kandidaten hat, dann muss man natürlich auch dranbleiben, muss man über die Jahre immer noch mal nachverfolgen, ob die das nicht jetzt doch langsam mal machen wollen. Und ganz kurz noch, auch mal unkonventionell denken, also dass Zalando zum Beispiel sponsert, hat natürlich nichts damit zu tun, dass sie uns Klamotten verkaufen wollen, sondern die suchen IT-Leute, weil Zalando einfach ein E-Shop ist, der einfach Wahnsinnstechnik dahinter stehen hat und einfach Know-how braucht. Oder in Hamburg hat Beate Use gesponsert. So, die haben da auch nicht irgendwie sonst was verteilt, sondern die wollten IT-Know-how logischerweise haben. Und das kriegen sie wahrscheinlich dann auch über die Schiene. Und also auch für solche Unternehmen, und das nimmt ja zu, also man findet immer mehr Unternehmen, für die es letzten Endes relevant ist. Okay, wir machen dann jetzt hier Schluss. bei den Paketen. Das mittlere und das große sind mit Eintrittskarten oder macht ihr das nicht? Entschuldigung? Mit Karten, Eintrittskarten, die Sponsorenpakete. Ja, ob die dabei sind oder was? Die stehen nicht explizit drin. In der Regel ist es so,
also nach dem Motto, dass wir Sponsoren sagen, ihr kriegt 10 Plätze oder sowas. Oder ja, 20 also ich kenne es von anderen Camps, beim mittleren Paket sind 2 Tickets, beim großen Paket sind 4 Tickets, dass man einfach Mitarbeiter hinschicken kann, die vielleicht auch Sessions halten mögen. Also nicht müssen. Ich sag mal so, in ganz, ganz vielen Stellen sind wir, was das anbelangt, sehr pragmatisch. Also es gibt zum Beispiel Sponsoren, die 500 Euro sponsern wollen. Was mache ich jetzt mit denen? Soll ich sagen, nee, 1000 oder nix? Nee, Quatsch. Natürlich sage ich, ja, der legt halt noch ein paar Merchandising-Sachen aus. Also man muss da schon natürlich einen gewissen Pragmatismus auch an den Tag legen. Und mit den Sponsorenkarten, mit den Tickets ist es eigentlich ganz genauso. Die stehen nicht im Paket mit drin. Wenn mich der Sponsor fragt, ob er mal 1 oder 2 Leute schicken darf, dann sage ich, ja, natürlich. Also schick uns die Namen, wir tragen sie mit ein, weil wir haben wunderschöne Statistiken auf der Seite übrigens eingebunden. Wir haben heute fast 40% No-Shows. Es wäre ja bekloppt, den Sponsoren zu sagen, ihr dürft, wir sind voll. Also man könnte es strategisch reinnehmen nach dem Motto, das zieht nochmal extra, aber in der Regel, nee, also wir sagen, ihr kriegt dann halt einen Platz und das passt dann schon. Ich denke, das kommt auf die Location an. Je kleiner die Location ist, desto eher muss man auch auf Brandschutz und sowas achten, wo ich dann sagen kann, wenn ich jetzt plötzlich 20 Sponsoren habe, jeder Sponsor will noch 5 Leute schicken, sind das 100 zusätzliche Leute, ja, das ist hier Pillepalle, fällt hier auf dem Gelände nicht auf. Wenn ich aber eine Location habe, wo ich nur 150, 180 Leute reinkriegen soll, ja, die haben sich angemeldet, jetzt wollen noch die 20 Sponsoren jeder 5 Leute schicken, dann habe ich ein brandschutztechnisches Problem, dann geht das nicht. Also ich denke mal, da muss man dann auch gucken, wenn ich einen kleinen Raum habe, muss ich halt vorher festlegen, okay, ich habe so und so viele Sponsoren, die brauchen so und so viele Plätze, da muss ich halt schon die Zahl der Plätze für die normalen Teilnehmer entsprechend reduzieren oder so. Ich würde vielleicht jetzt ein Thema, da gebe ich das mal an Tom nämlich weiter, was sehr eng zusammenhängt, auch mit Blick auf die Zeit, das ist Plätze, Anmeldungen und Kommunikation im Vorfeld, weil ich glaube, das ist für viele noch relativ relevant, die sowas vorhaben. Gut, dann versuche ich das mal so ein bisschen auch den Bogen zu spannen zu dem, was du gerade noch gefragt hast, wie sehen in den letzten Wochen vor dem Barcamp aus? Also wir sind gestartet mit einer relativ, wir sind da relativ blauäugig am Anfang auch dran gegangen, was das Thema Kommunikation angeht, weil wir gedacht haben, naja gut, wir twittern halt so ein bisschen und dann am Barcamp wird halt ein bisschen mehr getwittert. Das ging so 2-3 Jahre so ganz okay und dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, das ist doch gar nicht so okay, ja? Weil wir, also und das, ich mach's mal ein bisschen kürzer, im letzten Jahr hat es dazu geführt, dass wir gesagt haben, vor dem Barcamp im letzten Jahr, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einen radikalen Cut und fokussieren und konsolidieren die Kommunikation ganz klar. Das heißt, wir haben gesagt, es ist nur noch eine Person momentan erstmal dafür zuständig, was geht nach draußen, ja? weil wir dann auch teilweise unterschiedliche Informationsstände hatten und dann wurde unterschiedlich getwittert, ja? oder auf unterschiedlichen Kanälen, dann hatte der eine Kanal es nicht mitgekriegt und es war nicht klar, auch das Thema Anmeldung ist dann so ein Thema, Mixed ist ja so ein typisches, Anmeldesystem für Barcamps. Wir haben von Anfang an irgendwie so ein Problem mit Mixed gehabt, weil wir da verschiedene Defizite drin sehen. Und dann gab es dann irgendwie, es gab eine Mixed-Gruppe, aber es gab dann auch Facebook und es gab Twitter und wir hatten dann doch ein eigenes Anmeldesystem und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das mal einfach mal einen radikalen Cut machen und konsolidieren. Und das haben wir, wie gesagt, im Vorfeld des letzten Barcamps gemacht und haben gesagt, wir haben nur noch bestimmte Kanäle. Das ist vornehmlich Twitter, als zweites Facebook und Google Plus, wobei man sagt, und unsere Website, weil es diese Kanäle einfach gibt. Andere von anderen Kanälen, zum Beispiel Mixed, haben wir uns bewusst getrennt. Da gab es eine Community, also da gab es auch angemeldete Leute, aber von denen haben wir gesagt, die können wir auch locker auf die anderen Plattformen migrieren, wenn die das möchten. Das ist nicht so viel verlangt zu sagen, wir bieten euch noch andere Möglichkeiten. Haben aber gesagt, unser Hauptkanal, unser aktuellster Kanal ist immer Twitter. So. Und dann haben wir verschiedene, um mal so ganz pragmatisch zu sagen, wie wir da arbeiten, es ist natürlich nicht möglich, die ganze Kommunikation, wenn man als eine Person daran arbeitet, immer sozusagen on demand zu machen. Das heißt, wir nutzen auch so Tools wie Hootsuite, wo wir Tweets auch vorbereiten, Kommunikation auch vorbereiten auf den Kanälen, damit sie auch zum Beispiel auch zeitgleich alle Kanäle bespielen. Das ist auch immer so eine Frage, die, oder ein Thema, was uns von der Community zurückgespielt wurde.
Ich habe jetzt den Twitter-Stream nicht im Auge gehabt, da habt ihr es aber schon gesagt. Ich habe immer bei Facebook geguckt, da habt ihr es jetzt noch eine Stunde später gesagt und so. Es ist tatsächlich solche Zeiträume, die dann auf einmal eine Rolle spielen. Auch gerade das Thema Anmeldung, wann schalten wir Anmeldung frei, ist ein sehr heikles. Auch da haben wir uns dazu entschlossen, das sehr synchronisiert zu tun und zu sagen, es soll für alle die gleichen Chancen geben. Also da nutzen wir Hootsuite zum Beispiel, und um eben auch zeitgesteuert Tweets abzusenden. Um das Ganze dann zu vereinfachen, also das sind so die ganzen Kanäle, die wir im Vorfeld der Barcamps bespielen. Also das fängt dann schon an, wenn wir dann die erste Ahnung haben, wo findet es im nächsten Jahr statt, dann gibt es, und wir wissen so einigermaßen, das ist sich zumindest einigermaßen sicher, dann deuten wir sowas an, um auch so ein bisschen so einen Buzz zu erzeugen. Und Hashtag werden wir heute schon ankündigen, der ist relativ simpel, BCM14 wird er sein. So geht es so langsam los, so läuft die Maschinerie so ein bisschen an, und das machen wir über all diese Kanäle gleichzeitig. Und dann ist es so, je näher wir zum Barcamp kommen, wird natürlich die Frequenz erhöht sich, ja, wir kommunizieren, wann startet die Anmeldung, auch da auf den Punkt hin erhöht sich die Frequenz der Kommunikation, damit alle das mitkriegen. Da müssen wir auch manchmal noch mal ein bisschen sehr akut reagieren. Wir hatten ursprünglich mal geplant, die Anmeldung am Montag zu starten. Aus technischen Problemen ging es dann nicht. Zum Glück hatten wir es noch nicht kommuniziert. Wenn wir die Kanäle nicht synchronisiert hätten, wäre mit Sicherheit hätte irgendjemand schon von uns schon mal geschrieben, am Montag wird die Anmeldung freigeschaltet. Mm-mm, wollten wir nicht. Ging auch nicht. Und da hätte es wieder Konfusion gegeben. Deswegen konnten wir dann noch sagen, okay, wir sagen das noch nicht. Dafür gehen wir am Mittwoch mit der Anmeldung live, und das Ganze verzögert sich um 3 Tage, hat aber nach außen hin erstmal niemand mitgekriegt. Das ist alles eine Frage der Kommunikation an der Stelle. Und dann als letztes zur Kommunikation noch, am Barcamp selbst haben wir gesagt, ist unser Hauptkanal Twitter, weil das einfach hier am besten handelbar ist. Da muss man auch ganz klar sagen, da muss man seine eigenen Grenzen auch kennen. Wir werden es nicht, also könnte man auch synchronisieren, dass man dann sagt, alles was auf Twitter läuft, läuft dann auch in Facebook und Google Plus rein, wollten wir aber so nicht, weil wir glauben, das ist auch hier der Hauptkanal, und deswegen ist hier der Hauptkanal Twitter, und das steht zum Beispiel auch bei Facebook dann drin. Übrigens, wer hier aktuelle Sachen sucht, bitte folgt uns auf Twitter, da werdet ihr aktuell informiert. Gerade noch ein Wort zu BCRM 13 und 14 und 15 hoffentlich und so weiter. Das hat uns auch ein paar Jahre gekostet, bis wir das hatten. Also das war erst BCMZ, dann gab es BCDA, dann gab es BCRM und so weiter. Und irgendwann haben wir gesagt, es ist alles Schrott. Also wir fangen jedes Jahr neu an zu diskutieren, wie machen wir es denn jetzt? Und genau wie ist es denn jetzt? Ist es Barcamp Dieburg im Rhein-Main-Gebiet? Ist es Barcamp Rhein-Main in Dieburg? Also es hat uns da mal ein paar Diskussionen gekostet, und genau, wir haben sogar einen Markencamp-Workshop mal gemacht intern, wo wir einfach gesagt haben, also wir haben uns einfach selber auf die Füße getreten und gesagt, wir sind alle Professionals in irgendwie in unserem Bereich, wir machen es für alle unsere Kunden richtig, bloß für uns nicht. Und genau. Dann haben wir gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir uns das mal, wie gesagt, vorgenommen, haben das eben auch gemacht. Und seitdem sind wir alle sehr glücklich mit dem ganzen Modus und kommen damit, glaube ich, auch sehr, sehr gut parat und können das auch gut durchziehen. Ja. Und ganz kurz nochmal, wie sieht es vorher aus? Ich höre freitags, mittags auf zu arbeiten, und ab dann baue ich ja auf, aber ansonsten die Woche vorher arbeite ich, und das machen die anderen eigentlich, glaube ich, auch. Genau. Was viel mit Vorbereitung zu tun hat, wir haben das alles vorbereitet im Vorfeld, welche Tweets zum Beispiel losgehen. Es ist im Grunde alles organisiert, und dann kommen wir ganz stark auf das Thema Verbindlichkeit. Ich vertraue dem ganzen Orga-Team blind, dass die das, was sie machen, machen, und habe nicht das Bedürfnis, jedem hinterher zu telefonieren, ist denn der Caterer jetzt auch bestellt? Hast du die Tweets auch reingestellt? Ich verlasse mich einfach drauf, dass das so ist. Und dafür ist dann das Team super wichtig, dass ja, das eben geht. Wir haben da so ein bisschen einen Modus für uns gefunden, um die Tools, die es auch gibt, zu nutzen. Also wir haben vor dem Barcamp, ich glaube, 3 Vor-Ort-Termine hier gehabt. Mehr sind es tatsächlich nicht, wo wir uns als Team hier getroffen haben. Alle anderen Meetings haben wir per Hangout zum Beispiel gemacht. Oder uns dann zum Beispiel in Wiesbaden getroffen. Das ist so ein bisschen, Wiesbaden-Mainz ist so ein bisschen die Homebase der meisten Vereinsmitglieder. Aber wir versuchen eben, wann immer es geht, auch auf so Sachen wie Hangouts oder so und so weiter zurückzugreifen, damit das auch irgendwie handelbar bleibt. Denn der eine arbeitet in Wiesbaden, ich arbeite in Darmstadt, Mainz. Die Leute haben alle dann Anfahrten abends. Wir machen das dann abends dann nach der Arbeit. Und das muss man irgendwie unter einen Hut kriegen. Ja? Eine Frage habe ich noch. Mittlerweile nach einigen Jahren hat sich ja euer Barcamp etabliert.
Es haben sich Workflows herausgebildet, sind bestimmte Grundsatzentscheidungen mittlerweile getroffen worden. Habt ihr das erstens mal irgendwo dokumentiert und zweitens habt ihr Checklisten, nach denen ihr vorgeht, weil das erleichtert das auch beim möglichen Personalwechsel in der Zukunft doch dem gesamten Team, wenn es auch in seiner Zusammensetzung sich ändern mag, die Ausrichtung ja. zukünftiger Barcamps? Ehrliche Antwort? Ja, natürlich. Nö. Also das steht und fällt momentan tatsächlich mit dem Team, was da ist. Und wir haben schon Dinge, ihr habt es auf der Sponsorenfolie gesehen, wir nutzen Teamwork PM als Tool, wo wir auch Dinge hinterlegen, wo wir ganz banal Passwörter zum Beispiel auch hinterlegen und so weiter. Und wo wir auch dann ganz konkret auf Dokumente der letzten Jahre dann auch zurückgreifen. Aber wir haben bestimmte Dinge einfach für uns beschlossen. Teilweise sind sie in die Vereinssatzung eingeflossen. Das ist aber eher, also ist weniger organisatorisch. Die organisatorischen Sachen, die existieren zwischen uns als Absprache. Ja? Und wenn du jetzt nach Checklisten fragen würdest, jein. Also es gibt natürlich Dinge, wie gesagt, auf die wir zurückgreifen, aber in der Regel nicht. Oder widersprichst du mir? Ja. Also jein, ich wollte gerade sagen, es gibt schon so ein paar Dinge. Also wir haben zum Beispiel dieses Teamwork PM, das läuft wie Basecamp oder sowas, die haben Aufgabenlisten, da sind Tasks drin, die haben uns selber mal gegeben, die können wir jetzt doppeln fürs nächste Jahr zum Beispiel. Wir machen dann für jedes Jahr ein neues Projekt auf und das ist das dann. Wir haben aber sowas wie eine ewige Sponsorenliste sozusagen, wo auch über die Jahre gepflegt wird, wer war denn wann dabei, mit welchem Paket. Wir haben einen Kostenplan, den wir einfach nur noch kopieren müssen. Also so gesehen, es gibt schon ein paar Tools, aber wie das auch immer im Projektmanagement ist, das verstehen logischerweise immer die am besten, die es mal angelegt haben. Das dann immer weiter zu erklären, wie ist denn das jetzt aufgebaut und wie ist denn das gemeint, gut, also muss man doch mal ein Wort dann drüber verlieren, das geht ja nicht ganz so eins zu eins. Vielleicht auch nur ganz konkret, weil wir machen das für das StarCamp jetzt auch oder versuchen das mal dieses Jahr durchzuführen, weil unser Team sich auch zur Hälfte jetzt gewandelt hat. Und wir legen jetzt ein Projektmanagement, also möglichst professionell an. Da kann man dann zum Beispiel aus dem, was wir dieses Jahr tun, fürs Folgejahr Templates erzeugen und mit eben auf die kleinste Mini-Aufgabe heruntergebrochenen Teilaufgaben, Milestones und so weiter. Das hoffen wir, wird uns dann die zukünftige Arbeit auch erleichtern, weil man nicht immer wieder auch Gedanken machen muss. Was aber wichtig ist, was du gerade so ein bisschen ansprichst, wir haben einen von uns, der immer dediziert als Projektmanager agiert für so ein Projekt, also für das Barcamp, der dann dediziert dafür verantwortlich ist. Bitte? Der hat gerade da vorne das Mikro in der Hand. Genau. Der jemand. Noch ein paar Fragen, dann sind wir hier nämlich. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil ja so ein bisschen nach Zeitfenstern gefragt wurde. Die stressigste Phase in der Barcamp-Organisation ist eigentlich nicht die letzte Woche vor dem Barcamp, sondern ungefähr so einen Monat, anderthalb vor dem Barcamp. Das ist nämlich die Phase, wo das Essen festgemacht werden muss, die Anmeldung gestartet werden muss. Das kommt alles relativ zeitgleich, weil das ja alles einander bedingt, weil das unsere Kostenkalkulation, also wir haben irgendwo diesen Point of No Return, wo das Barcamp quasi fix gemacht wird, was Sponsoren und Teilnehmer angeht. Und genau, und bis dahin müssen die Kosten drin sein. Genau. Und deshalb sind wir ungefähr einen Monat vor dem Barcamp relativ am Schuften. Meistens die Website-Abteilung, die dieses Jahr der Markus gemacht hat, am meisten. Zu dem Website-Thema kann ich, weil der Markus draußen sitzt, vielleicht kurz was sagen. Da waren wir ja lange am Suchen. Das wurde ja auch intensiv verfolgt und begleitet durch Kommentare. Auch was das Anmeldesystem angeht. Ich glaube, was das Anmeldesystem angeht, haben wir uns jetzt dieses Jahr gefunden. Weil wir der Meinung sind, also gerne Feedback von euch, aber wir sind der Meinung, dass es relativ gut funktioniert hat, dass man nicht irgendwie einen Zweit-Dritthersteller da einklinken muss, sondern einfach nur mit seiner E-Mail-Adresse sich registrieren und ausloggen kann. Was die Webseite selber angeht, da gibt es noch etliche Stellschrauben, wo wir wahrscheinlich in Zukunft noch werkeln, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was jetzt durch die Routine, die über die letzten 3-4 Barcamps gekommen ist, immer mehr wird. Wir haben immer mehr Werkzeuge, die wir nicht jedes Jahr neu machen und dann wegschmeißen, sondern die wir behalten. Das fängt bei so banalen Dingen an wie den Wegweisern draußen vom Parkplatz hier rein und geht halt bis zu Anmeldeprozessen etc. Was ich ganz schön finde, ist, dass ich
gerade diese ganzen Parallelen zum Webmontag erkenne, weil wir stellen uns oft die gleichen Fragen und wir haben uns auch oder bei uns auch festgestellt, Twitter ist zum Beispiel der Kanal, der an so einem Event einfach am besten funktioniert und den nutzen die Leute auch. Ja. Und was wir auch machen, so als Backchannel, das hat sich bei uns jetzt eigentlich etabliert, ist, dass wir halt auch den Google Hangout nutzen, auch an der Veranstaltung selber. Das heißt, wir sind ja oft auch dann irgendwie verteilt in der Brotfabrik und können uns sehr, sehr schnell kurze Infos zuschicken, um einfach die ganze Sache im Fluss zu halten, nutzen auch für diese ganze Kommunikation intern Yammer. Das hat sich für uns als sehr, sehr positiv herausgestellt. Was ich aber auch noch sagen möchte, was jetzt gerade hier angesprochen worden ist zum Thema Projektmanagement, gewisse Dinge finden sich einfach. Und auch bei uns ist es so, dass die Veranstaltung teilweise auch so ein bisschen auf Autopilot läuft. Die Leute wissen, was sie tun müssen. Und das Vertrauen ist auch da, dass es passt. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu, weil du hast gerade angesprochen, gewisse Dinge finden sich. Wir haben uns irgendwann mal die Devise gegeben, wir nehmen uns die Zeit, die wir denken, die es braucht, um solche Dinge zu finden. Das sei es jetzt, dass der Sebastian hier den Livestream jetzt hat, da waren wir. Also das ist nicht nur auf positives Feedback bei uns intern gestoßen. Wir waren da durchaus erstmal skeptisch, weil wir natürlich Bedenken hatten, Barcamp ist eine Live-Sache, da wollen wir eigentlich, dass die Leute hierher kommen und wir haben ohnehin schon genug mit No-Shows zu kämpfen und deswegen gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, wir wollen das eigentlich hier nicht haben. Auf der anderen Seite gab es eben auch den Gedanken, oh, wow, wir wollen hier auch Dinge, hier passieren so tolle Dinge, die wollen wir auch irgendwie mal bewahren und wir wollen eben auch für die Leute, die dann im Zweifelsfall nicht dabei sein können, das nach draußen geben. Deswegen haben wir jetzt mal mit einem Slot angefangen und werden sicher da in Zukunft nochmal drüber sprechen mit dem Sebastian, wie wir das aufbauen, aber wir nehmen uns dann oftmals auch die Zeit, so einen Schritt langsamer zu gehen und gewisse Dinge auch bewusst anders zu machen. Okay, das war's. Vielen Dank euch und ja. Genau. Eine Sache noch, da kann ich direkt mal Werbung machen. Das Anmeldetool, was wir benutzen, ist unter Creative Commons vom Markus verfügbar für nicht kommerzielle Zwecke. Für kommerzielle Zwecke kann man ihm ein Angebot machen. Den Markus werdet ihr nachher, habt ihr eine Anmeldung sitzen sehen, beziehungsweise wenn er ja nachher vorne steht. Hinter dieser Tasse, genau, der Markus Tacker. Gut, das war's, danke.